Syrien, in Mali, die Seenotrettung von Flüchtlingen. Allein im Mittelmeer über 14.000 Flüchtlinge sind gerettet worden. Aber auch neue Herausforderungen wie Cyber oder die veränderte Aufstellung in der NATO mit Stichworten wie der schnellen Speerspitze. So ist die Bundeswehr in allen Bereichen gefordert, sich zu modernisieren. Für uns heißt das eine Trendwende. Wir haben die Trendwende eingeleitet bereits beim Material und auch beim Wehretat, bei den Finanzen. Heute geht es darum, die Trendwende beim Personal einzuleiten. Das heißt, wir müssen wegkommen von einem Prozess des permanenten Schrumpfens und Kleinerwerdens der Bundeswehr, weg von den starren Obergrenzen hin zu einem atmenden Personalkörper, nämlich einer modern aufgestellten Bundeswehr, die nach vorne schaut, sich fragt, welche Aufgaben kommen auf sie zu und welche Menschen müssen wir dafür ausbilden und bei uns auch halten. Wir haben die ersten Berechnungen heute detailliert dargelegt. Wir brauchen, wenn wir die nächsten 7 Jahre nach vorne schauen, neu mehr dazu, alleine 7.000 Soldatinnen und Soldaten und 4.400 Zivilbeschäftigte. Heute ist das Signal sehr klar in die Truppe hinein, dass ein Vierteljahrhundert des Schrumpfens der Bundeswehr vorbei ist. Es ist Zeit für die Bundeswehr wieder zu wachsen. Wir kommen von einem Prozess des permanenten Schrumpfens und Kleinerwerdens der Bundeswehr, weg von den starren Obergrenzen hin zu einem atmenden Personalkörper, nämlich einer modernen Aufgabe. Syrien, in Mali, die Seenotrettung von Flüchtlingen, allein im Mittelmeer über 14.000 Flüchtlinge sind gerettet worden, aber auch neue Herausforderungen wie Cyber oder die veränderte Aufstellung in der NATO mit Stichworten wie der schnellen Speerspitze. So ist die Bundeswehr in allen Bereichen gefordert, sich zu modernisieren. Für uns heißt das eine Trendwende. Wir haben gestellt eine Bundeswehr, die nach vorne schaut, sich fragt, welche Aufgaben kommen auf sie zu und welche Menschen müssen wir dafür ausbilden und bei uns auch halten. Wir haben die ersten Berechnungen heute detailliert dargelegt. Wir haben die Trendwende eingeleitet bereits beim Material und auch beim Wehretat, bei den Finanzen. Heute geht es darum, die Trendwende beim Personal einzuleiten. Das heißt, wir müssen weg.